Juhu, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Tavernen Master Prolog. Ich habe das Spiel erstmal ein bisschen leiser gemacht und auf Deutsch gestellt. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut und ich hoffe, das Englisch ist nicht so schlecht. Willkommen in Ihrer Taverne. Okay, die Musik ist ganz schön laut. Sie werden für die Verwaltung und das Wachstum Ihres Unternehmens verantwortlich sein. Schauen Sie sich um, bewegen Sie die Kamera. Was? Wer ist die? Neue Technik, Leute. Gut gemacht. Sie können die Kamera auch drehen, indem Sie die rechte Maus und die... Ui! Okay, nächster. Ihre Taverne... Ach, ich hasse das. Sieht nicht aus wie eine Taverne. Es Wände, Türen, Fenster. Okay, ich denke mal, wir müssen was bauen. Hinzufügen. 50 für die... Tür? Hier? Ein Fenster hier? Toll gemacht. Jetzt kaufen wir Bänke. Zurück und shoppen. Eine einfache Uhr. Und Sitze müssen wir auch kaufen. So und so. Mit X und okay. Unsere Taverne beleuchtet ist. Licht anzeigen. Kaufen wir eine Kerze und hängen sie dahin. Jetzt, wo wir genug Sitzplätze haben, sind wir bereit, Bier zu kaufen. Ja, ich mag Bier. Bier ist lecker. Wasser. Ein Bierfass. Schnell Bier. Um das Bier auszuschenken, müssen wir es füllen. Auf den Füllbalken nachfüllen. Bohren. Okay. Ganz schön teuer. Jetzt haben wir einen Platz fürs Sitzen, für die Leute, bla bla bla, Personal einstellen. Kneipier. Wen nehmen wir denn? Stimmung sinkt 20% langsamer jeden Tag. Aha. Etwas trägt. Geschwindigkeit 2, 5. William zieht jeden Tag plus 7 mehr Leute an. Aha. Und Erfahrung zweimal schneller. Nehmen wir die Erfahrung zweimal schneller. Dann machen wir eine Kellnerin. Kann 8 Getränke gleichzeitig tragen. Halt ein Trinkgeld für jedes Getränk kann 8 gleichzeitig und zieht mehr Leute an. Nehmen wir das mit dem Trinkgeld. Forschung. Forschung starten. Ja. Kennt man ja, ne? Ganz ins Spiel. Dürfen wir jetzt öffnen, bitte? Okay, wir sind bereit, unsere Taverne zu öffnen. Yay! Okay, mein Tipp: darauf achten, dass genug Platz zum Sitzen ist. Wenn alle Banken besitzt sind, kaufen sie mehr. Viel Glück. Ja, easy peasy, ne? Sollten wir hinkriegen. Hier sind unsere beiden Angestellten. Die kann essen. Getränke, das ist schön. Feuern. Feuer. Feuer! Und das hier ist unser Edwin. Ich weiß es nicht. Wir machen mal ein bisschen Tempo. Unser Geld. Wir sind ganz schön im Minus. Guck mal, für März 29 sind wir minus 770. Boah. Bediente Kunden. Ist das so ein Level? Ich glaube, dadurch, dass hier auch steht, dass sie ihre Zimmerservice macht und so, kann man auch noch voll viel mehr anbauen. Und was gibt es denn alles? Wandstruktur, schick. Und Möbelkauf. Man kann halt auch mehr kaufen. Vielleicht hier noch. Ach, guck mal, hier voll die Deko und so. Sitze. Luxus. Naja, ganz, ganz viel gibt es hier. Okay, weiter geht's. Wir bedienen jetzt unsere Kunden, die trinken. Oh, guck mal, das ist bestimmt ein böser Mensch. Das, oder nee, das ist ein Henker, ne? Hui. Haben wir die rechte Maustaste. Man kann leider nicht so kippen. Ach, das war wirklich wahnsinnig. Also, wir haben Bier, wir haben Wasser und wir haben noch nichts zu essen. 200. Kann ich noch nicht... Ach, alles nachfüllen. Das ist praktisch. Forschung. Ach, das wird mit... Ach, okay. Das wird mit Gästen gemacht, der Forschungsfortschritt. Besonderes Ereignis. Okay, wir können ja mal gucken, was es so alles gibt. Wein, Ale. Getränkepreis kann man anpassen. Ein Koch. Oh, lecker. Met. Neue Etage, genau. Da kann man dann die Küche und ein Hotel. Ja, und die Hotelmöbel. Requisiten für die Küche, noch mehr Hotelmöbel. Unbegrenzte Kellner. Aha. Noch eine Etage. Unbegrenzte Küche. Und unbegrenzte... Okay. Oh. Und die Arme kann ich noch eine Kellnerin einstellen. Bist du aufgestiegen? Ja. Muss ich sein Gehalt anpassen? Tageszusammenfassung. Okay, wir haben Getränke verkauft. Heute haben wir nicht so gut verdient. Ist dein Gehalt gerade angepasst? Ja, ne? Ging ja schnell, aber ich glaube, nächsten Tag starten. Er kann das auch schnell.
Okay. Wir haben jetzt eine Küche in den Küchenladen. Kaufen Sie eine Küchentheke, ein Tellerregal und eine Kiste. Stellen Sie einen Koch ein. Küche. Ach, dann gibt es hier bestimmt auch. Tellerregal? Ein Teller? Ah, okay, da müssen auch die Kellner ran. Sie können keine neue Requisite. Okay. Ah! Aha. Das hatte ich nicht gesehen, dass das hinten auch was hat. So. Muss ich das haben? Nee, ne? Ich habe leider vergessen, was ich kaufen sollte. Das brauche ich! Ach, das Ding ist falsch rum. Kann man die Sachen wieder aufheben eigentlich? Ja. Drehen. Dann habe ich das falsch. Brauche ich noch mehr? Ich habe es ehrlich gesagt wirklich vergessen, was ich brauche. Ein Koch einstellen, ne? Zwei Suppen gleichzeitig. Erhalten Sie 5 für jedes Dessert, 5 Bohnen für jede Suppe. Forschung starten von Limonade, von Kästen. Kellnerin, würde ich sagen. Starten wir die Kellnerin-Forschung. Braucht der Koch noch irgendwas zum Arbeiten, was ich nicht platziert habe? Das könnte nämlich sein, weil ich ein bisschen vergesslich bin. Hallo Koch. Brauchen Sie was von mir? Nächsten Tag starten. Ach nein, ich wollte die Dinger umräumen. Nein! Dich. Dich will ich. Achso. Dahin. Ich hoffe, die kommen da noch ran. So. Ach, kann ich auch noch umräumen. Sehr gut. Der Herr, es tut mir leid, ich muss Ihnen einmal die Bank unter Ihrem Po klauen. Menü. Um dieses essen zu können, müssen Sie eine Kiste haben. Okay, wir haben was vergessen. Und zwar die Kiste. Küche, Gewürzregal, Kamin, Kiste. Sollte ich hier vielleicht irgendwie ein bisschen bauen? Habe ich dafür das Geld? Wahrscheinlich nicht, ne? Bauen, eine Wand. Plus. Huch. So und so. Dann können die nämlich weg. Minus. Wand. Bodentextur. Dann können wir bauen. Und drehen. X. So, dann kommst du da rein und dann kriegst du von mir noch eine Kiste. X. Und Z. Die muss man so mitten in den Raum stellen. Okay. Jetzt kann er kochen, ne? Wo ist denn mein Menü hingewählt? Da ist mein Menü. Kirschtorte, Brot, Apfelkuchen, Sahne, Brötchen, Obstschale. Oh, das klingt doch lecker. Ja, dann guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Also, das ist so ein Spiel, das kann man auch nebenbei spielen. Ich habe gerade ganz viel nebenbei erledigt. Was ich ganz cool finde, ist, man kann das Essen aufleveln. Man kann mehr Sachen kochen, wenn man verschiedene Sachen hat in der Küche. Hier braucht man eine Kiste, Gewürzregal und eine Schüssel. Da wir jetzt auch ein bisschen Geld haben, können wir das auf jeden Fall auch tun. Bodentextur. Huch, nein! Was hatte ich gesagt? Schüssel. Küche, man kauft einfach alles. Schneidetisch habe ich. Ich habe jetzt gleich ein Becken. Boah, 450. Gewürzregal, ja, ist nicht mehr über, ne? Ja, gut. Ja. Die Forschung geht immer weiter. Wir sind jetzt hier bald bei diesem besonderen Ereignis. Könnten nochmal wieder das Bier nachfüllen, aber sonst, Limonade kaufen. Also wir haben natürlich nicht genug Geld für das. Unser Geld jetzt gerade weg ist. Und ja. Da brauchen wir wahrscheinlich auch Gewürzregal, Schüssel und Kessel. Für das haben wir nicht. Ich habe nebenbei jetzt ein paar Sachen gemacht. Oh, entschuldige, bin ich eingeschlafen? Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Fast. Das ist ein bisschen langweilig. Forschung. Jetzt kriegen wir so besondere Ereignisse. Oh nein. Okay, ist durch, ne?
Ja, hatte ich mir schon gedacht. Vielleicht können wir nochmal eine Limonade dazu kaufen. Gekauft, alles nachfüllen. Natürlich, ich habe ja das Geld. Ja. Ach, ich glaube, das ist ein ganz grundsolides Spiel. Ich denke, das ist irgendwie ganz nett. Man kann, ich weiß nicht, ob man hier noch irgendwie expandieren kann. Da ist ja der Weg, hier ist es frei. Man kommt auf jeden Fall nicht hin. Ich denke, so ab und mit Hotel ist vielleicht mal ganz interessant. Jetzt so gerade ist ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich sein darf. Wird auch ein kurzes Video mal wieder. Und ja, ich glaube halt einfach, dass nicht so viel mehr bereit steht. Man könnte jetzt noch sparen und die Küche vervollständigen. Aber ich glaube, das muss auch nicht sein. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr euch ein Video bei mir anguckt. Danke, dass ihr da wart. Bis dann, ciao.